Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar geht es heute um hier so einen ganz simplen Smartphone-Telefonhalter. Und zwar für das Fahrzeug. Und zwar steckt man das Ganze in die Lüftungslamellen rein. Und ja, wie das ganze Teil funktioniert, ob es den Preis wert ist, den man dafür auf Amazon bezahlen muss, all das erfahrt ihr nach einem kurzen Intro. Ja, solche Smartphone-Halter, die gibt's ja in Hülle und Fülle. Der kostet jetzt hier 13,99 €. Und was hat da Besonderes? Eine Automatik-Clamping. Das heißt, wenn hier das Smartphone unten reinrutscht, ziehen sich diese beiden Schutzarme hier links und rechts selber bei. One-Hand-Operation, das heißt, man sollte das Ganze auch mit nur einer Hand bedienen können. Und Multi-Angle-Adjustment, das heißt, man kann das ganze Ding auch quer benutzen, wenn man zum Beispiel sich einfach eine Navigation über Google Maps oder anderweitige Navigationssysteme hier anzeigen lässt. Material steht hier Aluminium, PC und Silikongel. Also ist praktisch so eine Mischung. Fühlt sich allerdings eher an wie Plastik. Ist auch nur eine Aluminiumlegierung. Was hier PC bedeutet, kann ich nicht genau sagen. Es hat eine Länge von 92, eine Breite von 94 und eine Tiefe von 96 mm, so in etwa. Also es trägt nicht großartig auf, hat 60 Gramm und ist geeignet für Smartphones und Handys. Das interessiert wahrscheinlich die meisten, mit 4,4, also von 4,4 bis 7 Inch, also gleich Zoll. Ja, dann gucken wir einfach mal, was hier in der Verpackung drin ist, wie man das Ganze anbringt und ob es überhaupt was taugt während dem Fahren. Ja, kurz und schmerzlos mit dem Osmo Pocket im FPV-Modus machen wir das ganze Teil mal auf und gucken, was hier drin ist. Es ist ja auch nicht wirklich viel. Wir haben einmal eine Bedienungsanleitung, wobei ich die bei so einem Teil eher für überflüssig halte. Es ist, jetzt muss ich gucken, ist es in Deutsch oder ist es nur in Englisch? Es ist, glaube ich, nur in Englisch, ja. Aber wer braucht schon so ein Teil? Eigentlich ist es ja selbsterklärend, weg damit. Dann haben wir hier dieses Aluminium überzogene, also das soll dann mehr hier die Optik darstellen, diese Halterung. Hinten haben wir hier dieses Drehelement, also diese Schraube. Und hier kommt dann der Knubbel hier rein, also dieser Ball. Und dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, das zu entriegeln. Und zwar bewegt sich dann einfach hier dieser Schnibbel. Das heißt, ich kann das einfach in diese Lüftungsschlitze reinmachen. Und man sieht, wenn ich das jetzt hier mal gegen den Karton, da sieht man den Kontrast von der Öffnung her. Also das geht schon richtig weit auseinander. Da dürfte ich, denke ich mal, mit universell Lüftungsschlitzen überhaupt keine Probleme haben. Kommt drauf an, was für ein Fahrzeug. Hier auf der Innenseite haben wir noch so eine Gummierung. Ich weiß nicht, ob man die so gut sieht. Das heißt, man kann hier auch sich nicht diese verchromten Lamellen verkratzen. Natürlich, wenn man hier dran zieht wie ein Ochse, dürfte das dann auch nicht so gut sein. Ich bringe das Ganze mal an und dann werden wir mal schauen, wie sich das Drehen und Wenden und beziehungsweise das Smartphone einstecken lässt mit einer Hand. Das wird ja beworben. Ich hoffe mal, dass das dass man das jetzt gut erkennen kann. Ich neige es mal so ein bisschen zur Seite. Diesen Kugel hier hinten in diese Aufnahme reinzudrücken, klappt ohne Gewalt. Also man drückt einfach leicht, dann ist das Ganze verankert. Und wenn man jetzt diese Halterung in die Lüftungsschlitze reinmachen möchte, sucht man sich einfach hier nur am besten so eine mittlere Stellung, dass diese Arme hier oder diese beweglichen Scheiben einfach weit genug hinten reingehen. Dann drückt man das hier kurz an. Es liegt auch dann hier komplett auf. Und dann sieht man schon, dass das auch relativ stabil ist, diese Halterung. Kann ich jetzt so im ersten Augenblick nichts sagen. Und hinten dran hat man dann dieses Schraubelement. Und das sollte man auch mit einer Hand. Hier kann ich es jetzt auf die Seite drehen. Ja, so macht es natürlich keinen Sinn, ist klar. Aber hier auf die Seite drehen. Und wenn ich das dann festdrehen will, ich muss natürlich wissen, in was für eine Richtung. Und dann klappt das auch mit einer Hand. Nee, halt, jetzt bin ich falsch. Jetzt erzähle ich es noch großartig. Nee, ich war richtig. Ja, es ist hier so eine Dreherei. Man muss ja... Bin ich jetzt richtig? Nein, ich war falsch. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der hier in die falsche Richtung drehen wird. Während der Fahrt sollte man das Ganze natürlich nicht machen. Eventuell macht man es dann auch nicht so weit auf. Aber jetzt kommen wir zu dem, dass man es hier
zumacht und dann trotzdem noch hinstellen kann, ja. Also man hat jetzt nicht hier das Problem, dass man das anknallen muss wie verrückt, dass es hält. Ich denke mal, es hält jetzt einfach hier gut das Smartphone. Jetzt gucken wir mal, wie es mit dem Einlegen klappt. Wo ist hier mein Huawei HANA 8X? Da kann sich jeder mal angucken, wie viel Gramm das wiegt. Und jetzt machen wir das einfach hier so rein und dann schauen wir mal, ja, beim Autofahren. Also so macht das jetzt einen normalen Eindruck. Und ich kann jetzt auch, während das Ganze noch einigermaßen hier blockiert ist, kann ich das jetzt noch drehen und könnte mir das jetzt so schräg anzeigen lassen. Und jetzt machen wir einfach mal, ne, den Test. Das ist natürlich hier die blöde Sache, weil es halt mit Druck arbeitet, kann ich das nie ganz schräg machen. Also das ist hier natürlich dann die Sache. So dürfte es gehen. Bringt einem allerdings auch nicht viel. Also man muss sich dran gewöhnen, dass es eigentlich nur so einen Sinn macht, weil ja, wie gesagt, durch diesen Druck hier nach unten diese Arme dann einrasten. Also dann finde ich auch hier diese Werbung mit diesem Multi-Angel Adjustment hier so ein bisschen übertrieben, weil im Endeffekt macht das Ganze nur Sinn, wenn es von oben reingeschoben wird hier. Es ist eine schnelle Aufnahme. Ja, man muss nicht irgendwie hinten was aufdrehen. Das hatte ich auch mal für 12, 13 Euro. Ist im anderen Fahrzeug drin. Also das ist eine schnelle Sache. Rein damit. Man sieht, man muss hier ein bisschen runterdrücken, damit sich das Ganze hält. Ja, und muss man mal gucken, wie lange das überhaupt hält. Ich mache jetzt noch mal ein paar Aufnahmen während dem Fahren über die Huppel, ob das großartig dann sich verschiebt. Aber ansonsten, ja, nichts Besonderes, aber auch nichts Schlechtes. Das war jetzt im Gegensatz zu einem fest installierten, wo ich im Citroën hier installiert habe, auch nicht großartig schlimm, diese Vibration. Und dadurch, dass einfach hier an dieser Unterseite und an den Seiten einfach diese Rundungen sind mit diesen Silikoneinlagen, war es jetzt okay. Also ich sag mal, hier so ein 10, 15 Euro Produkt findet man auch in den normalen Handel. Ja, das ist jetzt nicht die Welt, nichts Besonderes, aber halt für den Preis auch jetzt nicht schlecht. Ich packe den Link von dem nochmal unten in die Beschreibung rein. Kann jeder nochmal selber gucken, ob es von der Optik her und von der Handhabung bzw. von der Smartphone-Größe passt. Ich fand es jedenfalls gar nicht mal so schlecht und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Würde mich über einen Daumen hoch freuen, auch über neue Abonnenten. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf Kais Kanal.